Ölaktien stehen seit Monaten wieder massiv unter Druck. Ist die Ölindustrie eine sterbende Branche, die man als Anleger jetzt einfach mal abschreiben sollte? Oder kommt doch alles ganz anders und wir haben in ein paar Jahren wieder einen Ölpreis von $100 pro Barrel, so wie das ein Analyst von JP Morgan zum Beispiel sagt? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Ölaktien schmieren ab. Sie entschuldigen das abgedroschene Wortspiel. Man sieht das schwarze Gold. Schwarz, BP, Exxon, Shell, alle Aktien sind im freien Fall und auch die Aktie von Total fällt total. Hier haben wir exemplarisch Royal Dutch Shell, die letzten 5 Jahre in Euro. Shell, das war ja nach dem Corona-Crash unmittelbar danach einer der Anlegerlieblinge hier. Wir haben im Frühjahr ganz klassisch diesen Einbruch gehabt in der Corona-Krise, aber der ist vielleicht noch nicht mal das Schlimme, sondern das Schlimme oder auch das Überraschende ist, dass sich die Aktie dann zwar kurz mal erholt hat, dass sie aber jetzt seit Monaten schon wieder fällt und dass sie damit jetzt natürlich auch fast schon wieder dasteht, wo sie am tiefsten Punkt war im Coronaviren-Crash. Noch stärker ausgeprägt haben wir das Ganze bei BP. Da sind wir jetzt sogar noch unter dem Tief vom März und damit auch gleichzeitig auf dem tiefsten Stand seit mehr als 20 Jahren. Ein Charttechniker würde sagen, das hier sind alles klassisch fallende Messer. Und das ist schon dramatisch, wenn man bedenkt, dass die Börsen an sich seit März ja deutlich gestiegen sind, aber eben nicht die Ölaktien. Und damit war der Ölsektor auch einer der schwächsten Sektoren seitdem, noch schwächer als Bankaktien. Und hier haben wir noch Total. Da sah es eine Zeit lang so aus, als könnten die sich halbwegs noch halten. Das war dann aber auch nicht so. Und auch hier haben wir gerade in den letzten Wochen nochmal starke Abschläge gehabt. Ist schon erstaunlich. Früher waren die Aktien von so großen Ölkonzernen ja ein bisschen was für Langweiler. Für die Leute, die gesagt haben, ah, ich will eben Sicherheit und Dividenden, damit bin ich dann schon zufrieden. Heute ist es so, dass es teilweise zwar noch ganz gute Dividenden gibt, aber diese vermeintliche Sicherheit, die ist komplett weg, zumindest gefühlt. Die großen Ölaktien, auch die großen Ölaktien, sind in gewisser Weise auch schon Zockeraktien, von den Fracking-Aktien mal ganz zu schweigen. Aber auch wer heute Aktien von großen Ölkonzernen kauft, braucht schon starke Nerven. Ich habe mein letztes Video zu Ölaktien gemacht Anfang April hier. Damals standen wir natürlich voll unter dem Eindruck von der Corona-Krise. Wir haben in Nordamerika in manchen Regionen negative Ölpreise gehabt, vorübergehend. Und es hat mitten in dieser Krise auch noch den Ölpreiskampf gegeben zwischen Russland und Saudi-Arabien. War also hochdramatisch alles. Ich habe ein paar Prognosen gemacht. Einige davon sind eingetroffen, einige sind nicht eingetroffen oder bis jetzt nicht eingetroffen. Wo ich recht gehabt habe, war der Ölpreis, der hat sich wieder erholt. Hier haben wir Brent-Öl auf 5 Jahre. Kommt natürlich von einem sehr niedrigen Niveau und jetzt ist das Niveau auch immer noch niedrig, aber es hat sich erholt. Und bis auf die letzte Korrektur jetzt hier in den letzten Wochen war es auch insgesamt ein ganz guter Verlauf. Erstens, weil es jetzt eben die Hoffnung gibt, dass sich die Nachfrage doch langsam stabilisiert wieder. Und zweitens, weil sich die OPEC-Staaten und auch Russland dann doch relativ schnell geeinigt haben auf Förderkürzungen. Das waren die wichtigsten Entwicklungen der letzten Monate. Ich weiß nicht, ob Sie das Video gesehen haben von damals. Ich finde es jedenfalls sehr wichtig, dass man als Zuschauer solche Themen dann auch wieder weiterverfolgen kann. Gerade wenn man eben solche extremen Entwicklungen hat, wieder wie jetzt bei den Ölaktien. Und das bekommen Sie hier auf dem Zukunftsmärkte-Kanal. Und auch eben nicht immer nur Allerweltsthemen, die Themen, die hier jeder macht, sondern auch viele spezielle Themen. Und darum freue ich mich natürlich auch, wenn Sie mich hier unterstützen mit Kommentaren oder eben auch, indem Sie meinen Kanal abonnieren, weil Sie dann nämlich meine Videos auch besser finden. Und wenn Sie dann noch die Glocke drücken bei der Anmeldung, dann werden Sie sogar noch benachrichtigt, wenn ein neues Video da ist. Mit anderen Worten,
Es hat nur Vorteile und keine Nachteile. Und mir hilft das Ganze dann natürlich auch. Gut, aber warum gehen denn jetzt die Ölaktien so nach unten, wenn doch der Ölpreis gestiegen ist? Das ist relativ einfach. 40 Dollar für ein Barrel Brent. Das ist natürlich besser als 21 Dollar, wo der Preis in der Krise war, im Tief. Aber es ist immer noch nicht genug. Für die Fracking-Industrie ist es sogar nach wie vor verheerend. Die bricht ja gerade in sich zusammen, kann man sagen. Aber es ist auch für die großen Ölkonzerne nicht gut. Die haben den Markt ja konfrontiert jetzt mit Milliardenabschreibungen auf Anlagen, auf Reserven durch die Bank wirklich. Die sind jetzt alle deutlich weniger wert natürlich. Und wenn man in so einem riesigen Umfang wertberichtigt, dann sehen natürlich auch die Bilanzen nicht mal so toll aus. Man hat ja früher, als alles noch besser war, viel Geld für das alles bezahlt und hat jetzt auch entsprechend Schulden. Und außerdem steht der Markt auch unter dem Eindruck, dass da eben auch gerade ein massiver Bedeutungsverlust der Ölindustrie stattfindet. ExxonMobil ist aus dem Dow Jones Index geworfen worden, dabei war es 2013 noch das profitabelste börsennotierte Unternehmen der Welt. Und immer mehr Anleger glauben, dass die Ölindustrie einfach keine Zukunft mehr hat. Und die Ölkonzerne glauben das teilweise auch selbst. Also viele von denen investieren ja jetzt eher in alternative Energien, was sehr löblich ist natürlich, was jetzt an der Börse aber auch keinen großartig beeindruckt. Und für den Ölmarkt selbst gibt es eben auch die Prognosen dahingehend, dass das Wachstum vorbei ist und dass das Nachfragehoch möglicherweise 2019 schon erreicht war. Das sagt auch eine Studie, die BP zum Beispiel veröffentlicht hat vor kurzem. Und das würde eben heißen, dass die Ölnachfrage nie wieder so hoch sein wird, wie sie kurz vor der Corona-Krise war. Aber kommt das auch wirklich so? Grundsätzlich erholt sich die Nachfrage ja gerade. Globale Frachttransport zum Beispiel hat sich sehr gut erholt. Autoverkehr hat sich auch passabel erholt jetzt. Was sich noch nicht so erholt hat, ist der Luftverkehr. Aber es geht unterm Strich aufwärts. Allerdings, wir haben jetzt natürlich wieder steigende Infektionszahlen, da weiß man nicht, was das für Folgen hat. Und wir haben außerdem immer noch diesen Überhang von 8 Millionen Barrel Öl pro Tag, um das die OPEC und Russland gedrosselt haben, was die aber jederzeit auch wieder anwerfen könnten. Was wir aber auch haben, wir haben beim aktuellen Ölpreis natürlich auch eine Vernichtung von Angebot und einen starken Rückgang der Investitionen im Sektor. In der Fracking-Industrie in Nordamerika, da sind jetzt dieses Jahr schon 57 Ölproduzenten und Zulieferer pleite gegangen. Und es gibt eine Studie, wonach noch zusätzlich 150 weitere Ölfirmen da pleite gehen werden und in Insolvenz gehen werden, wenn der Ölpreis unter 50 Dollar bleibt. Die sind einfach unprofitabel jetzt, die sind teilweise auch hoch verschuldet. Und die Banken und die Investoren, die haben jetzt auch einfach keine Lust mehr, dass sie da noch mehr Geld reinpumpen. Und auch bei den großen Konzernen haben wir zum Beispiel 80 Milliarden Dollar an Investitionen in Anlagen und in Erschließung von neuen Vorkommen, die für dieses Jahr, allein für dieses Jahr schon geplant gewesen wären und jetzt gestrichen worden sind. Und es gibt Aussagen, so wie die von Shell, dass die Explorationsbudget für Öl und Gas dauerhaft kürzen wollen, um 30-40% jetzt. Oder BP, wo man sogar sagt, dass die Produktion von Öl und Gas 2030 40% unter dem aktuellen Niveau liegen wird. Ein massiver Rückgang also. Ob es wirklich so kommt, ist die andere Frage. Aber eins ist klar, solange der Ölpreis so niedrig ist wie jetzt, da geht die Bereitschaft, da in die zukünftige Produktion zu investieren, fast schon gegen Null. Und das kann natürlich Folgen haben. Es gibt zum Beispiel einen Analysten von JP Morgan, der hat vor ein paar Wochen noch gesagt, das hier, was wir gerade haben, das ist ein Preiszyklus wie jeder andere auch. Und er geht davon aus, dass sich die Nachfrage wieder erholt und dass wir 2022 sogar wieder ein Defizit haben könnten auf dem Ölpreis. Und dass dadurch auf absehbare Zeit kurzfristig auch wieder Preise möglich sind von 100 Dollar pro Barrel. Das sei dann zwar nicht nachhaltig, aber klar, wenn das so kommen würde, das würde schon die Wahrnehmung des Sektors ganz stark verändern.
Der gleiche Analyst hat vor der Coronavirenkrise sogar einen Ölpreis von 190 Dollar prognostiziert für 2025, weil er einfach davon ausgeht, dass wir wegen sinkender Produktion schon langsam wieder in einen Superzyklus kommen, in einen neuen. Ich bin da ein bisschen skeptisch persönlich, weil wie gesagt, wir haben ja zum Beispiel noch den Angebotsüberhang von den OPEC-Staaten und die Fracking-Industrie zum Beispiel, die würde auf so einen Preisanstieg dann natürlich auch wieder reagieren. Die wird ja auch bis 2025 nicht komplett tot sein. Wo ich aber auch optimistisch bin, das ist die Nachfrage. Auch diese BP-Studie zum Beispiel, die geht ja jetzt nicht von einem Nachfrageeinbruch aus, das wurde falsch dargestellt in vielen Berichten jetzt neulich, sondern die geht von verschiedenen Szenarien aus. Und wenn die großen reichen Staaten jetzt keine radikale Klimaschutzpolitik verfolgen, dann bleibt die Nachfrage laut BP zumindest noch lange auf dem momentanen Niveau und geht dann auch erst ab 2035 wirklich zurück. Das ist der globale Ölverbrauch seit 1969. Es gab immer Jahre, wo es vielleicht auch mal leicht zurückgegangen ist. Aber trotz Preissteigerungen, trotz der Klimaschutzpolitik und der Energiesparpolitik, die wir in reichen Ländern ja jetzt auch schon haben seit 15 oder 20 Jahren, man kann trotzdem eigentlich nur sagen, dass der globale Ölverbrauch unaufhaltsam steigt, nach wie vor. Wir waren 2003 bei 80 Millionen Barrel, jetzt sind wir schon bei 100 Millionen Barrel. Ist auch ein Anstieg nochmal um 100, Entschuldigung, um 25%. Und ich sehe nicht, dass sich da wirklich was ändern würde. Also Nutzung von alternativen Energien, natürlich, das ist enorm gestiegen, aber hauptsächlich eben in der Stromproduktion. Da haben wir vor allem Atomenergie ersetzt und Kohle ersetzt, aber bei Öl hat sich nicht viel dadurch geändert. Diese Veränderungen, die wir gehabt haben im Strombereich, das waren ja noch die Klimaziele, die sehr leicht erreichbar sind, sogar in Demokratien noch. Die sind nämlich einfach nur verordnet worden, schnell mal den Konzernen. Und das Leben der Leute haben die aber nicht großartig beeinträchtigt. Wenn man jetzt aber den Ölverbrauch eindämmen will, dann muss man wirklich in der Bevölkerung Verhaltensänderungen durchsetzen, auf breiter Front und zwar weltweit auch. Die Welt muss sich da also schon wirklich was überlegen. Und dass das auf die Schnelle gelingt und durchgesetzt werden kann, da bin ich relativ skeptisch. Und darum, was Aktien von großen Ölkonzernen betrifft, momentan bei den Kursen, die wir gerade haben, muss ich sagen, ich bin da sehr entspannt eigentlich. Zumindest mittelfristig bis langfristig, habe ich ja schon im letzten Video so gesagt. Kurzfristig sind diese Aktien angeschlagen, gar keine Frage. Das ist ein Fall für die Kneifzange nach wie vor. Und ich habe auch keine Idee momentan, wie es jetzt kurzfristig weitergeht. Also wie entwickelt sich das wieder mit dem Coronavirus? Und kriegen wir Impfstoffe nächstes Jahr zum Beispiel? Und wird es ein kalter Winter? Wird es ein warmer Winter? Und auch natürlich ganz wichtig, was macht die OPEC als nächstes? Ich weiß es schlichtweg nicht. Aber langfristig, da würde ich schon sagen, langfristig sind Ölaktien interessante antizyklische Investments momentan. Ob jetzt gleich der nächste Superzyklus kommt, so wie das der Analyst von JP Morgan glaubt, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber aus dem Bauch raus würde ich momentan sagen, dass wir in 2 Jahren wahrscheinlich wieder einen Ölpreis haben werden zwischen 55 und 65 Dollar, vielleicht auch schon früher. Klingt nicht nach viel, aber es wäre auch ein Anstieg um 40 bis 60% und würde auch schon vieles ändern in der Branche. Öl ist vielleicht nicht der interessanteste Rohstoff aller Zeiten, aber was ich schon mal gesagt habe, Öl ist manipulierbar, es wird manipuliert von den OPEC-Staaten und von Russland und es wird auch in Zukunft manipuliert werden. Der aktuelle Ölpreis ist für alle Beteiligten viel zu niedrig und darum werden sie ihn früher oder später wieder hochdrücken. So einfach ist das, in meiner kleinen Welt zumindest. Und die großen Ölaktien, die sind darum interessant, weil die großen Konzerne diese Krise natürlich besser bestehen können. Es gibt auch kleine Ölförderer ein paar, die wahnsinnig interessant sind, weil sie eben sehr, sehr günstig produzieren. Aber das ist ein Thema für sich, das werden wir hier auch noch behandeln, ganz sicher. Das Gute an den großen Ölkonzernen ist aber eben, dass sie stabiler sind und breiter aufgestellt.
dass sie nicht nur Öl und Gas produzieren, sondern sie haben eben auch Raffinerien, sie haben Pipelines, Terminals, und sie haben auch Tankstellen zum Beispiel. Und da verkaufen sie uns ja auch nicht nur Benzin, sondern auch Brötchen und Bockwurst und Dosenbier. Das Thema Dosenbier, das habe ich allerdings schon im letzten Video ausreichend abgehandelt. Und wenn das alles hier Ihre Themen sind, dann wie gesagt, Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken für die neuen Beiträge, damit Sie die eben auch sehen. Lassen Sie uns das gemeinsam verfolgen. Ich bin mir sicher, dass gerade auch im Ölsektor in nächster Zeit einiges passieren wird und dass es da viele interessante Themen und Ideen noch geben wird. Bis bald, alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.